Okay, wir sind wieder am regulären Weg. Ja, stress mich da unten nicht. Hier oben kann ich nichts tun. Und auch mich nicht umsehen. Mit dir rede ich gleich. Das Schöne ist ja, dass die Gegner keine Münzen mehr liegen lassen, sondern wenn ich sie abschieße, direkt meine Schüsse das einsammeln. Ups, wollte ich gar nicht kaputt machen. Mache ich aber gerne. So, was kannst du mir erzählen? Du hast alles, was du brauchst, um dieses Rätsel zu lösen. Probier's. Okay. Ich hab dich doch gar nicht gesehen. Okay, tatsächlich aber nur die Schüsse, nicht die Explosionen sammelt. Münzen, nein, okay. Also 100% Garant ist das immer noch nicht. So, kein Thema. Bisschen Heilung tut gut. So, bisschen alles mal hingesetzt. Okay, da brauche ich den gelben Ball und der aktiviert mir was Cooles. Der gelbe Ball fliegt da durch, aber knallt in dieses gelbe Ding rein, deswegen löst er sich auf. Deswegen ist auch da ja die Barriere. Das Loch? Ich dachte schon. Ich krieg schon Halus. Ja gut, das Rohr ist ja damit verbunden. Ach so. Ja klar. Jetzt habe ich ja das geöffnet. Ich kann da nicht rein, aber das Ding kann rein. Und damit war es das für mich. Das sollte es ja schon gewesen sein, oder? Einmal das hier öffnen. Ja. Das bleibt nicht offen, okay. Oder ich kann dieses andere Ding aktivieren. Das sollte auch easy sein, oder? Ich muss ja nichts weiter tun, außer das hier. Oh. Außer das hier. Ja, damit ist es einmalig aktiviert. Das brauche ich ja dann nicht mehr. Kann jetzt mir das Secret holen. Regeneration plus 5. Sehr schön. Und dann kann ich hier weiter. Das war ein easy Bereich jetzt. Im Vergleich zu sonst. Das war ein easy Bereich. Schon wieder diese Minecraft-Blöcke überall. So, alle weg mit euch. Dieser Kombi-Attacke können mir die Gegner so gut wie nichts mehr. Muss nur ein bisschen auf mich aufpassen. Okay. Nehme ich dankend an. Schloss brauche ich trotzdem. Ein Schlüssel fürs Schloss natürlich, meinte ich. Dann mal lass mal sehen, ob du zu den 90% gehörst. Oder ich gehöre zu was ganz anderem. Ich gehöre zu vielem. Okay. Ist es, wo bin ich jetzt eigentlich? Okay, da geht es ja wahrscheinlich eh weiter. Okay, das weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat hier. Kann ja mal kurz hier so reinschießen. Ich glaube nicht, dass was bewirkt. Dann schauen wir hier mal. Oh, wo denn? Echt jetzt?
stresst mich da oben nicht. Ach du Scheiße. Okay, das wird eine kleine Gegnerhorde. Soll ich jetzt gegen die kämpfen oder die Rätsel lösen erst? So. Sehr schön. Ich krieg wenig Schaden, das ist gut. Minecraft-Block. Ey, ich kann mir doch nicht alles merken. Zum Metroidvania schön und gut, aber weißt du? Vor allem ohne Karte. Also vielleicht kriegen wir eine Karte, denke ich nicht, aber zumindest einen Detektor oder sowas. Wieder sowas? Das von diesen unerklärlichen... Ah ne, das ist ein Schlüssel, gell? Das ist der Schlüssel, okay. Okay, ja, hier brauche ich auch einen gelben Ball. Ich brauche an ein paar Stellen einen gelben Ball. Wie komme ich an einen gelben Ball? Okay, das sieht easy aus. Ah! Okay. Ich wusste nicht, was es aktiviert hat. Okay, hier kann ich auch so zurück, aber ich kann nicht von der anderen Seite hier hin. Okay, denk nach. Das macht nur das. Oder gibt es auf der anderen Seite auch sowas? Hat sich aktiviert. Nee, gell? Das bringt mir auch noch gar nichts. Ja, dann ist so. Ach so, nee. Mache ich einfach den Trick wie vor 100 Jahren. Das hatten wir schon länger nicht mehr. Deswegen habe ich nicht mehr daran gedacht. Gut, das aktiviert dann nur das da, dann nur um zurückzukommen. Das ist mir dann erstmal egal. Hiermit kann ich noch nichts anfangen, aber womit ich was anfangen kann, aufgepasst, ist das hier. Au. Damit habe ich einen Schlüssel. Kann ich sagen, dass ich enttäuscht bin? Ich wollte keinen Schlüssel. Weil ich meine, da ist ein Schlüssel drin. Ich will eigentlich den da. Hä? War, das ist das, dein Rätsel gewesen. Da ist doch viel mehr, geht hier noch ab. Das sind doch nur die 10% jetzt, die hier. Ach, komm weg damit. Das sind doch nur die einfachen 10%. Das geht so einfach nicht. Da doch? Kann ich nichts machen? Ja, das war's aber auch schon. Bringt mir gar nicht so viel hier zu sein. Kann noch ein bisschen höher, ja. Jetzt bin ich hier. So, okay, das sind nicht die Dinger zum Schmelzen, gut. Das ist eine etwas größere Version. Wo ich irgendwie ausrutsche, lieber drüber. Hier ist nichts. Ich check's noch nicht. Kontrolliert das. Das, so weit komme ich noch, ja. Ich rutsche da echt. Okay, und noch höher kann ich auch nicht. Ich kann also da auch nicht reinschießen. Das mit dem Gelben sowieso nicht.
kann das Gewicht auch nicht bei dem Ding verlagern. Denkt mir nichts, auf die andere Seite zu kommen, oder? Nö, gar nichts. Hier ist absolut gar nichts. Das war das hier. Was mir auch aufgefallen ist. Ich habe hier was gesehen. Ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht, weil ich dachte, das ist auch bestimmt wieder ein Minecraft-Block, den ich nicht öffnen kann. Aber das ist nicht der Fall. Es kann sein, dass das Ganze zusammenhängt und von da natürlich weitergeht, klar. Aber dann erklärt es mir trotzdem noch nicht, wie ich da... Also ich glaube, da ist eine Röhre dahinter. Die ist damit verbunden und damit könnte ich das aktivieren. Ohne diese Röhre allerdings... Ja. Bin ich etwas hilflos. Gut, dann gehen wir kurz zurück. Den Schlüssel haben wir jetzt. Auch wenn es nicht der ist, den wir wollten. Kann ich bitte? Danke. Kann mit dem Schlüssel nicht springen. Das macht es etwas schwieriger. Echt? Da ist aber doch noch ein anderes Secret. Vor allem als 90% der anderen Spieler. Wenn es ein Achievement geben würde, könnte man es ja sogar messen, quasi, bis wohin die Spieler gespielt haben. Aber... Also ich fühle mich jetzt nicht besonders schlau. Vielleicht fordere ich mich zu sehr. Ich kann ja nichts da machen. Vielleicht löst sich gleich alles auf. Am Ende bekomme ich hier die Minecraft-Fähigkeit. Uff. Okay, das ist da um mir den... Dann ist es gar nicht mit dem Schlüssel verbunden. Okay, habe ich die Maße falsch im Kopf. Okay, ich weiß, wie ich einen gelben Block... einen gelben... Supra Ball hier reinbekomme. Das ist kein Thema. Ah, da. Achso, warte. Doch. Okay. Wird mich gerade, dass da ein Schalter war. Jetzt komme ich aber an den Schlüssel zumindest ran. Das ist schon mal ein Anfang. Einfach, vielleicht sind die Minecraft-Blöcke auch gar kein Secret, sondern wirklich nur für Abkürzung gedacht. Zack. Zack. Hier ist nichts. Die haben aber auch nicht dieses Schmelzdingsbums. Was macht das hier? Nochmal verwirrende Sachen, super. Okay, ich hole mir erstmal den Supra Ball her. Oh ja. So. Zack. So, damit ist das hier erledigt. Mittlerweile komme ich mir übrigens voll langsam vor mit der doppelten Geschwindigkeit. Ich suche immer noch nach einer Tasse zum Rennen.
Okay, ich kann das hier machen. Das aktiviert mir hier etwas. Okay, verstehe. Dann möchte ich natürlich auch hier stehen. Das Problem ist natürlich genau das da. Außer ich ändere das hier ab. Hilft mir das? Weiß ich nicht. Naja. Nicht so wirklich. Ist es eins weiter? Das könnte schon besser funktionieren. Na? Eins weiter. Das ist so Quatsch. Ja, toll. Ja, eben. Das ist Quatsch. Das bringt mir gar nichts. Das bringt mir aber vielleicht was. Toll, bisschen zu hoch. Okay, aber das ist richtig. Das ist richtig. Nur nicht zu hoch, dann haben wir's. Yes. Okay, das aktiviert das dauerhaft. Was macht das hier? Schon wieder das da. Okay, ich brauche den Ball also. Kann ich hier hoch? Ja gut, für was brauche ich den Ball? Eigentlich für gar nichts. Das aktiviert hier aber nur das da. Ne, dann weiß ich erstmal nicht weiter. Gut, schauen wir uns woanders um. Okay. Okay. Ach so, dass da unten sind keine Ringe, sondern nur diese Schwebeplattform des Raffis. Ich dachte, Lila auf Lila. Lila hilft sich etwas. Okay, das bringt mich noch nicht weiter, oder? Ne, das ist nicht das, was aktiviert wird. Ich hänge echt fest. Aber das Rätsel scheint ja auch komplexer zu sein. Ist ja auch in Ordnung. Ich wüsste jetzt gern, was draußen passiert. Den Schlüssel kann ich aber nicht schießen, gell? Und selbst wenn, bringt es mir im Moment nichts. Hol den mal wieder runter. Sicher, wo ich weitermachen soll. Also ich habe einen Schlüssel, der mir aber nichts bringt, weil ich bis auf das Schloss nichts habe. Ich schaue nochmal nach draußen, ob das irgendwas gebracht hat. Oh, ist mir gerade kalt gewesen. Kalter Schauer. Oh, muss ich... ich brauche einen Ball. Ja gut, dann vergessen wir es. Ich denke nicht, dass da was passiert ist. Ja, ich bin so faul, echt. Ich hab nicht Bock, hin und her und hin und her zu gehen. Also was mich verwirrt hat, hier sind wir ja gut vorangekommen. Und dann haben wir hier ja Schluss gemacht. Weil ich nicht weiß, was mir das bringt. So. Ne, ich weiß es einfach nicht. Ich
Kann ich da hoch? So komme ich zumindest hier hoch. So, das war's aber auch schon. Okay, ich guck doch da draußen. Muss das jetzt wissen. Nicht, dass das die Lösung ist und ich 100 Jahre hier rumeiere. Das wäre höchst peinlich. Zack, zack. Ne, hier hat sich aber nichts verändert. Hier hat sich rein gar nichts verändert. Wenn ich mir nur merke, das ist ja über dem Block. Das heißt, das ist die Röhre, oder? Oder habe ich jetzt doppelt und dreifach drauf geschossen und deswegen hat das keine Auswirkung? Das könnte natürlich sein. Also brauche ich ja gar nicht. Nochmal. Ich muss ja hier nichts verändern dafür. Uno momento. Hammer gleich. Ich verstehe zwar dann immer noch nicht diesen ganzen Aufbau, aber... So. Jetzt? Hat sich was verändert oder nicht? Weil damit hätte ich den Beweis. Ne. Verändert sich nichts. Rein gar nichts. Ach so, das ist die Röhre, kann das sein? Hehehe, ja. Vorausgesetzt, das ist die Röhre, dann ist sie ja zu. Ich guck nochmal, ist sie über dem Minecraft-Block oder nicht? Achso, ich habe den gelben Ball eingesammelt. Ich weiß nicht, ob ich dich nochmal brauche, deswegen kurz mal da reinfeuern. Bin gespannt. Das Rätsel gefällt mir aber. Das ist ein riesiger Raum, das ein Rätsel quasi beinhaltet. Und man es deswegen lösen muss. Okay. Warte. Warte. Aber dann komme ich voran. Nämlich so. Ja, da habt ihr es gehört. Ich wusste, ich bin auf der richtigen Spur. Dann brauche ich den gelben Ball wieder. Ich wusste doch, das hat irgendwas damit zu tun. So. Jetzt zeigt mir, dass sich hier was verändert hat. Hat sich was verändert. Okay, ich denke, ich mache das Ganze zu früh noch. Ich muss erst das hier freischalten und erst danach macht das Ganze hier hin und her. Okay, ich weiß, wie man das bedient. Ich weiß nur noch nicht, wann ich das bedienen soll. Aber auf die Spur komme ich auch noch. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich den gelben Ball da brauche. Aber ich will nicht erst später darum eiern. Das Rätsel ist aber schön. Es bringt mich zur Verzweiflung, ja, aber sie ist schön. Okay, das kann ich damit feuern. Hier kann ich nicht durch. Das bleibt zu, warum auch immer. Hinterfragen wir jetzt mal nicht. Den Schlüssel kann ich ja nicht feuern. Ich brauche das hier aktiviert. Das ist aber nicht das hier, sondern das ist irgendwas da und ich brauche das hier eigentlich. Ja, das ist zu schnell. Wie
viel zu schnell. Kann ich damit irgendwas machen? Wenn der Dieter-Block fällt mir die ganze Zeit schon auf, aber... Wieso wird es jetzt gelb? Naja. Ich könnte mich nicht mal testen, mich hochzufahren und ob ich zerquetscht werde, weil... Ich kann ja nicht mal gleichzeitig... Toll. Ne, ich kann ja nicht mal gleichzeitig das so machen. Das hat bestimmt irgendwas damit zu tun. Das sind alles Teilrätsel, die ich im Moment habe. Ich habe ja hier angefangen, aber hier komme ich halt nicht weiter. Ich wette, hier ist die Lösung. Fahr nochmal runter, bitte. Zack. Fahr nochmal hoch. Zack. Komm ich so drüber? Hey, ich komme hier hin. Okay. Und die Truhe weiß ich immer noch nicht, wie ich rankomme. Das ist auch gar nicht so wichtig. Oh, das ist knapp. Okay. Das aktiviert mir die Abkürzung. Zack. Und damit komme ich hier weiter. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, jetzt muss ich das aber abändern. Aber ich hänge zumindest nicht fest. Ich hänge nicht fest. So, zack, zack. Und das feuert dahin. Okay, okay, okay. Ich bin auf der richtigen Spur. Diesmal kriegen sie mich nicht so leicht weg. Ich muss nur rechtzeitig hier sein. Genau. Du Scheibe, was ist das denn für eine Aktion? Was ist da? Ich kann nicht mal lesen, was der schreibt oder was er sagt. Hallo? So. Ein Stockwerk tiefer ist ein Eingang zu einem geheimen Raum versteckt. Dort ist ein Knopf, der diese Tür öffnet. Okay, gut, dass er mir diesen Tipp gibt. Ich weiß auch, welchen geheimen Raum er meint. Ich weiß noch nicht, wie ich da rankomme. Ah, jetzt geht das hier weiter. Oh Gott. Das hört ja nicht auf. Alles ist miteinander irgendwie verbunden. Okay, hier kann ich auch damit rumspielen. Das ist gut. Ich brauche das, denke ich, so gerade, ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ach so Scheibe, da ist ja auch noch was. Okay, schauen wir erstmal. Wo bin ich denn hier eigentlich? Ja, du kannst offen bleiben, genau. Okay, jetzt habe ich es mir hier natürlich verbaut. Okay. Ich muss meine Gehirnzellen anstrengen, sonst wird das hier nichts. Da ist ja auch noch was. Da ist ja auch noch was. Und ich komme da nicht hin. Man, das beeinflusst, weiß ich nicht. Oh Gott. Okay, lass mich kurz was checken, bevor ich hier mit dem Haupträtsel weitermache. Mhm.
Okay, der geheime Raum ist hier. Ach, man kann einfach durch. Ach, so. Ja, ich habe den schon längst gesehen, aber ich wusste nicht. Okay, sehr schöner Block. Ja, ich brauche die Kugel. Aber dann brauche ich halt Lila. Und hier sind keine Lila-Blumen. Ups. Das könnte aber nur das da öffnen, vielleicht. Der mich als falsch sieht. Lila, lila, lila. Ich könnte, denke ich, auch eine der Blöcke nutzen, statt die Bälle. Würde wahrscheinlich auch zählen, aber wo kriege ich die Farbe lila her? Achso. Jo, easy. Zack. Hätte ich nicht einfach mein Lila-Block da rein tun können eigentlich? Ist das nicht auch gezählt? Ich teste das mal ganz kurz, bevor ich den Block hier reinwerfe. Ich denke, der ist zu groß für den ersten Ring, ja. Das ist das Problem. Na gut. Geschafft. Ja, ein Mondstück. Gut, aber das war jetzt nur das da. Das war nicht das, was ich haben wollte. Oder ist jetzt die Tür drüben auch offen? Deswegen hat er da gestanden und mir einen Tipp gegeben. Ist da noch eine Münze eigentlich? Da ist auch eine Münze noch. Habe ich die Gegner besiegt? Naja. Hoch. Ja. Eine richtige Abkürzung habe ich da noch nicht. Okay, erstmal das da brauchte ich. Und jetzt brauche ich das hier. Da ist ja nichts mehr, gell? Ja, da ist ja nur das und das. Jetzt kommt der runter. Jetzt kann ich hier hoch. Nein, das war aber nicht das Geheimnis, was er meinte. Okay. Dann weiß ich erstmal nicht weiter. Das war ja nur das da, genau. Glaube ich nicht. Aber der Schwierigkeitsgrad vom Rätsel hat hier plötzlich sehr stark angezogen, gell? Und das Merkwürdige ist, ich sehe keinen Weg weiter. Aber das ist der offizielle Weg. Denke ich. Hoffe ich. Ansonsten will ich eine krasse Belohnung. Okay, die Frage ist, was? Achso, jetzt kann ich quasi zurückfeuern. Okay, verstehe. Wie ich an diese ganzen Rätsel rankomme, keine Ahnung. Die ganzen Secrets. Ich keinen Schimmer. So ist es richtig. Das könnte ja auch damit zusammenhängen. Ein Stockwerk tiefer ist es. Es war doch ein Secret. Also manchmal lobt einem das Spiel für Sachen, wo ich denke, ist doch easy. Und manchmal halte ich mich für so intelligent und das Spiel sagt, nö. Ja.
Hast du gerade mal den Durchschnitt geschafft? Fertig. Hab ich schon mal gesagt, dass die Welt echt groß ist? Weiß einer, wo ich hin soll, bitte? Das sind mir zu viele Wege gerade. Ich habe so riesen Freiheiten jetzt. Wenn ich in die Röhre reingehe. Okay, komme ich nur da raus wahrscheinlich. Ach komm, ich gehe einfach. Kawabanga!